Ja, bei dieser Aufgabe, da ist gleich ein Kniff zum Beginn. Wir haben ein gleichschenkliges Dreieck. Seite BC ist 6 Längeneinheiten und die Seite BC ist auch die Basis. Ich habe das jetzt hier schon mal gezeichnet. Also A liegt hier, B liegt hier. Die große Frage ist, wo jetzt C ist. Wir wissen es einerseits, ist sie von B 6 Längeneinheiten entfernt. Also müssen wir einen Kreis mit 6 cm in dem Fall zeichnen, wenn wir eine Längeneinheit gleich 1 cm gewählt haben. Und wenn die Basis BC ist, dann sind immer die anderen beiden Strecken gleich lang in einem gleichschenkligen Dreieck, also AC und AB. Das heißt, ich muss bei A einstechen, bis B gehen und dann einen Kreis zeichnen und dort, wo er den anderen Kreis schneidet, da ist dann der Punkt C. Denn der Punkt C ist ja gleich weit entfernt von A ist gleich weit von A entfernt wie der Punkt B von A. Und deswegen macht das hier mit dem Kreis. Ich habe das hier nochmal dazu geschrieben, man muss einerseits einen Kreis um A mit Radius Strecke AB, das ist das, was ich gerade erzählt habe, und eben den Kreis um B mit Radius 6, weil eben die Strecke in Länge BC gleich 6 Längeneinheiten ist. Ja, und dann können wir die ganzen Berechnungen endlich loslegen. Wir müssen die Innenwinkelsumme berechnen. Natürlich ist klar, dass wir hier jetzt erstmal mit dem ganz normalen Sinus, Cosinus, Tangens nicht arbeiten dürfen, weil wir kein rechtwinkliges Dreieck haben. Wenn wir uns aber die Höhe hier einzeichnen, und das habe ich hier schon mal gemacht, dann erhalten wir einen rechten Winkel. Das erkennt man auch ganz toll, wenn man eine Formelsammlung einfach das gleichschenklige Dreieck aufschlägt. Da erkennt man gleich mit der Höhe, dass da rechtwinklige Dreiecke entstehen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel den Winkel Beta haben will, brauche ich doch eigentlich nur einen Cosinus nehmen. Cosinus heißt nämlich Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete ist gegeben, weil wir ja 3 cm als Hälfte der Strecke BC nehmen. Und die Hypotenuse AB ist zwar nicht gegeben, aber die können wir berechnen aus den Punkten A und B. Das ist nämlich ganz normal eine Formel für die Streckenlänge, die kennt ihr auch aus der Formelsammlung. Und dann habe ich AB, damit natürlich auch AC berechnet. Und jetzt kann ich das in den Cosinus Beta einfügen. Das heißt, ich muss noch den inversen Cosinus auf beiden Seiten bilden. Das kann ich auch direkt so in den Taschenrechner eingeben und erhalte meinen Winkel 53,97 Grad für Beta. Und das muss natürlich auch der Winkel Gamma sein, denn wir haben ja ein gleichschenkliges Dreieck, sodass diese beiden Winkel hier gleich groß sind. Was uns jetzt nur noch fehlt, ist der Winkel Alpha. Den könnten wir entweder wieder über den Alpha halbe hier in dem rechtwinkligen Dreieck berechnen oder einfach über die Winkelsumme. Denn wenn ich zweimal den Winkel hier, den ich schon habe, abziehe, komme ich natürlich auf den Restwinkel und das ist der 72,06 Grad. Bei der 6b geht es um den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Ja, das ist jetzt dann irgendwann nicht mehr schwer. Grundlinie mal Höhe, ein halb Grundlinie mal Höhe, besser gesagt. Da habe ich ja die Grundlinie schon. Ich muss jetzt nur noch die Höhe rausfinden. Also in dem Fall die Höhe HA, die hier runterführt auf die Seite A. Aber dadurch, dass wir in dem Dreieck ja schon Berechnungen angestellt haben, muss ich einfach zum Beispiel von dem Winkel 53,97 Grad Gegenkathete durch Ankathete nehmen, also HA zu 3. Ich hätte natürlich auch den Sinus nehmen können, dann hätte ich halt die Strecke AB nehmen müssen, genauso wie im Cosinus. Und dann muss ich es nur umformen, das heißt den 3 aus dem Nenner rauf mit mal 3, indem ich dann die HA freistelle. Und dann habe ich die Streckenlänge HA 4,12 cm und kann daraus dann den Flächeninhalt spielerisch bestimmen. Aufgabe 6c. Der Punkt ist Mittelpunkt des Kreises. Man soll den Punkt M einzeichnen. Also es ist ein Umkreismittelpunkt. Und wenn er sowas liest, dann unbedingt gleich Formelsammlung aufmachen. Wenn man nämlich einen Umkreismittelpunkt in der Formelsammlung sucht, wird man erkennen oder merken, dass jeweils die Mittelsenkrechten den Umkreismittelpunkt bilden. Das heißt, eine Mittelsenkrechte über AB, Mittelsenkrechte über BC, die haben wir ja schon durch die Höhe, und dann noch eine Mittelsenkrechte über AC. Theoretisch reichen auch zwei und ich habe den Mittelpunkt und wenn ich dann den Kreis zeichne, dann sollte der alle Eckpunkte schneiden. Das war es eigentlich schon. Mehr muss man bei der 10 nicht machen. Ich überspringe jetzt hier gerade. Ne, die D machen wir noch, genau. Da sollte man die Steigung oder die Geradengleichung der Mittelsenkrechten über AB bestimmen. Nun, wir wissen ja von denen überhaupt nichts. Was wir aber wissen, ist die Steigung von AB. Die können wir berechnen durch die beiden Punkte. Und dann gab es doch mal eine Formel, dass diese Steigung zusammen mit der darauf senkrechten Steigung zusammen minus 1 ergeben muss. Also ergibt in dem Fall minus 5 für die Steigung meiner Senkrechten. Und einen Punkt brauche ich dann auch noch, um irgendwie den Achsenabschnitt bestimmen zu können, weil zum Rechnen ist der ja nicht. Aber dadurch, dass es eine Mittelsenkrechte ist, muss ich einfach nur den Mittelpunkt der Strecke AB bestimmen. Und wenn ich den habe, habe ich einen Punkt und eine Steigung und damit kann ich T bestimmen. Ja, einfach in die Geradengleichung einsetzen, nach T auflösen und meine Geradengleichung ist fertig.
Die Aufgabe E überspringe ich, auch wenn sie hier dran steht. Wir gehen gleich weiter zu F. Dort soll man die Koordinaten des Umkreismittelpunktes bestimmen. Eine Aufgabe drüber wurde die Gerade AM bestimmt, also diese Geradengleichung. Und wenn ich die Geradengleichung habe und die Geradengleichung von meiner Mittelsenkrechten, ist es doch relativ einfach. Muss ich nur diese beiden Geradengleichungen gleichsetzen? Das ist ja nichts anderes als Schnittpunktbestimmung. Nach x auflösen, das y dazu bestimmen und fertig sind meine Punkte.